Hallihallo, willkommen hier am Freitagabend zu einer neuen Runde FIFA 17 und natürlich erste Bundesliga HSV gegen Frankfurt, die Hamburger noch ohne Sieg. Ich als Nordkind will das heute natürlich ändern. Aber wie mir aussieht, ja, haben die Gäste erstmal den Ball. Die freuen sich natürlich. Am letzten Wochenende hat man es geschafft, gegen Bayern München ein 2:2 zu erzielen. Und das ist ja, glaube ich, für die meisten Vereine ein richtiges Erfolgserlebnis. Vielleicht folgt heute das nächste. Das wird auf jeden Fall die Aufgabe von Mucke sein. Ja, was denkst du denn? Natürlich werde ich hier einen Sieg starten. Nach einem 2:2 in München, dann müsste das doch ein Anspruch sein, gegen Hamburg zu gewinnen. Ja. Oh, nein. Und dann fangen wir direkt mal an. Schade. Gute erste Chance. Ja, da blieb mir jetzt nichts mehr anderes übrig. Du hast mich eingekesselt. Ja. Da links einer, rechts einer. Da krieg ich Angst. Da schieße ich lieber, bevor der Spieler stirbt. Ja. Den weiß man ja nie. Nee, das stimmt wohl. Also grätschen kann ich ja sehr gut. Ja, vor allem töten. Ja. Alle, die jetzt hier zuschauen, als erstes natürlich der Hinweis, Tippspiel. Was? Führung! Was ist hier los? Ich gehe mal in Führung. Das ist ja schon Seltenheit in den ersten Minuten, dass ich da so früh ein Tor erziele. 7 Minuten, der HSV vorne. Das ist natürlich geil. Habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Habe ich schon abgeschrieben. Ich habe gedacht, ich hätte den Ball. Egal. So, ja. Arschlecken, abhaken, Frankfurt, weiter geht's. Ja, kommen wir kurz zum Tippspiel. Also, uns interessiert immer, was ihr glaubt, wie diese Partie zu Ende geht. Das FIFA-Match und natürlich das reale Ergebnis. Schreibt uns das mal in die Kommentare. Ein F davor für FIFA und ein R für Real. Hier gibt es jetzt die gelbe Karte für Mucke noch. Ja, und alle, die mittippen, die werden im Video am kommenden Spieltag erwähnt. Und wer dann noch die meisten Tipps richtig hat, wird unser persönlicher Tippkönig. In der Halbzeitpause, ich hoffe, diesmal vergesse ich es nicht, werde ich das denn auswerten vom letzten Wochenende. Und ja, mal abwarten, ob es zwischendurch noch weitere Treffer gibt. Alle Statistiken, die gibt es hier natürlich auf jeden Fall immer zu begutachten. Das heißt, wir fassen die gesamte Bundesliga-Saison, alle Aufnahmen hier zusammen in einer Statistik und zählen dann mal die gelben Karten, die Pfostentreffer, die Verletzten und so weiter und so fort. Da sind wir jetzt schon bei einigen großen Zahlen angekommen. Ja. Und ja, zuletzt haben wir besonders die gelben Karten und Verletzten. Ja, da die Werte nach oben gedrückt. Mal abwarten, wie das an diesem Wochenende wird. Oh oh. Jetzt 2:0. Aber kannst mich mal. 15 Minuten, ich führe mit 2 Toren. Das ist Seltenheit hier. Wirklich bei FIFA zuletzt, also besonders bei FIFA 17. Mucke viel, viel stärker drauf. Mucke, werd wach. Hallo. Ja, Mucke hat gesagt, 15 Tore willst du mir einschenken. Ja, also, wenn das so weitergeht, hast du die gleich da stehen. Also 15 Tore an diesem Wochenende, ne? Nicht an dieser. Ja, ist ja schon logisch, ja. Ne? Also, ich möchte auch gerne mal 15 in der Zeit einschenken, wäre auch mal ein Traum. Das wäre auch ein Traum. Aber ich bin... Was ist denn hier mit Frankfurt los? Ist schon ich alles bin frei. Gut wie nie. Oh. Ganz stark. Ja, ich muss natürlich auch mal zurück in die Erfolgsspur finden. Hab mir einige Klatschen zuletzt eingeheimst. Oh, der war noch nicht drin. Jetzt ist er drin. 3:0, 20 Minuten. Es war eine Ecke. Es war viel Getümmel. Und der HSV, der muss sich jetzt die Augen reiben. Was ist hier los? Ist das krass. Schaut euch wirklich noch mal die letzten Videos an. Ich mit Mühe und Not gerade gewonnen und Mucke hat mich immer abgeschossen wie sonst was. Unglaublich viele Gegentore. Zuletzt gab es 11 Stück. Ach, scheiße. 11 Stück und ja, jetzt führe ich auf einmal 3:0. Das ist eine Riesenüberraschung. Ich bin mal gespannt, wer darauf gesetzt hat beim Tippspiel. Ja, ich auch. Also ich persönlich nicht. Nee. Ja, ich selber jetzt auch nicht, dass ich so deutlich führe nach 30, nach nicht mal 30 Minuten. Nach 20 Minuten. Oh, heute läuft auch jetzt gerade gar nichts zusammen. Komm mal. 4:0. Was ist das?
Was ist denn hier los? Jeder Schuss ein Treffer oder was? Herr Zenker, mach die Cheats aus. Alter Schwede. Und zuletzt war ich doch der Chancentod höchstpersönlich. Ich habe mich gefühlt noch nicht mal eingespielt und trotzdem 4 Buden schon gemacht. Ist das eine geile Scheiße. Scheiße. Also die Hamburger, die sind jetzt gerade irgendwie in einer Traumwelt. Das ist ja mal 4:0. Das ist nicht schlecht. Das ist scheiße, Tom. Das ist scheiße. Ich finde das richtig stark. Dass du das stark findest, ist klar. Aber ich finde es scheiße. Na, da glaube ich dir auch. Oh, ja. Da. Ach, jetzt komm. Gibt es jetzt eine Karte? Gelb. Da holt Mucke immerhin ein bisschen auf. Das war eine Schwalbe. Ah, ne. Gibt eine Ecke. Ach, sag, nee. Nee, doch nicht. Ja, hast du das Gefühl, dran zu sein? Also Ecken kann ich. Standardsituation muss ich hier bei FIFA 17 tatsächlich noch ordentlich üben. Zuletzt hatte ich da aber sehr wenig Zeit. Außerhalb der Aufnahmen habe ich gar nicht mehr gezockt. Muss ich dann auch wieder ein bisschen ändern. Jetzt Frankfurt mit der Möglichkeit. Adler. War immerhin mal ein Schüsschen. Ja. Oh, das war aber letzte Rille. Schön, ja, hau den da um, alles sauber. Und jetzt Grätsche! Bisschen zu früh. Grätsche! Grätsche! Oh! Super Parade, ganz wichtig. Und es gibt Ecke für Mucke. Ja! Oh, dafür springt der Ball! Scheiße! Nein! Nein! Oh! Das muss es denn aber sein. Du hast den Knopf gedrückt. Also die falsche Richtungstaste. Ja. Frankfurt hätte verkürzen können, müssen. Und bei 4:0 sollte man möglichst früh anfangen damit. Ja. Jetzt. Schwacher Pass. Viel zu schwach. Das war eine Riesenchance für den HSV nochmal, aber der Ball, der war natürlich übel schlecht gespielt. Die Frankfurter werden gestört. Und erobern sich die Pille wieder. Die kommen jetzt mit Kampf und mit Leidenschaft über die rechte Seite. Weg damit. Oh, war das keine Hand? Weiß ich nicht. Die Hand Gottes. Ja, dann hätte er reingehen müssen. Boah. So. Oh, das wird noch eine Karte geben. Der HSV jetzt. Gut gesehen. Und Schuss. Gehalten! Aber ich glaube, es gibt jetzt nochmal einen Kasten. Ja, 45. Ja. Minute. Also ich habe viele Notizen gemacht. Unter anderem 3 gelbe Karten für Mucke. Und ja. Bam! Oh! Der wurde doch richtig gefährlich. Ja, schade, ein bisschen zu doll. Oh, was machst du? Nein! Ja, das war dann zu billig. Ich dachte, nee, das ist dann zu langweilig hier. Ja, ja. Jetzt lass den Angriff doch noch gehen. So, wir gucken mal kurz. Tore 4:0. Schüsse habe ich mehr. Schüsse aufs Tor auch. Du aber mehr Ballbesitz, mehr Zweikämpfe, mehr Fouls. Ich habe mich einmal gefoult. Lol. Ist das denn zu fassen? Fouls 4:0. Gelbe Karten 3:0. Kein Verletzten. Ecken 2:1. Schussgenauigkeit bin ich besser. Passgenauigkeit auch. Ja, ich bin mal gespannt, wie der zweite Durchgang hier weitergeht. Ich auch. Auf jeden Fall fühle ich in den Fouls zu 0. Da habe ich wenigstens den gleichen Spielstand. Ja. Das ist nicht mehr lustig, ey. Und gelbe Karten hast du jetzt schön ein bisschen aufgeholt. Ja, Mucke hatte sich gefreut. Bei den Toren, global gesehen hier in der Bundesliga, liegt er nur noch 20 Treffer insgesamt hinten. Das habe ich ja direkt mal geändert. Ja, jetzt sind es wieder 24. Das ist scheiße. Wie geht's hier? Oh, ein Verletzter. Oh, hab ich wieder einen getötet? Hast einen getötet. Das freut mich. Schön dazwischen gegangen. Oh. Da ist er. Aber der zieht noch durch. Ja, gut. Komm. Ja. Dann muss der Torwart mal wieder aushelfen. Ja. Rauf, rauf, rauf. Aufpassen.
Ah, Mist. Ganz stark. Gleich, gleich, gleich. Ah, sehr ungenau. Und so die Frankfurter wieder im Ballbesitz. Mein Gott. Schön. Ja, es gibt den Freistoß. Was? Wie bitte, was? Oh, Pfosten! Nein! Scheiße, das war mit Absicht. Wollte ich das Spiel schnell machen, weil ich mir sicher war, du rechnest nicht damit, dass ich jetzt direkt nach vorne passe. Und dann der Ball leider nur gegen den Pfosten. Es war wirklich ein Überraschungsmoment. Jetzt abseits. Abseits. Überraschungsmoment leider nicht ganz erfolgreich. Aber natürlich eine interessante Variante. Ja, kennt man so gar nicht von dir. Nee. Ganz stark. Ja, gut. Ich bring dich ganz um. Super. Jetzt Kopfball. 5-0. Ach, leck mich am Arsch. Hammermäßig. Was ist mit den Hamburgern los? Also, ich habe angekündigt, ich will hier den ersten Saisonsieg natürlich zu Hause endlich feiern können. Aber dass es dann 5-0 steht nach 60 Minuten, damit war jetzt nicht zu rechnen. Uppi geht in Rente. Also so viele Tore habe ich dir ja schon Ewigkeit nicht mehr eingeschenkt. Nee. Das war das letzte Mal gleich am ersten Spieltag. Da hast du mir 4 eingeschenkt, das weiß ich noch. Oh, da hatte ich nicht mal 5 eingeschenkt. Krass, denn ist das ein neuer Rekord also, jetzt. Ich glaube, 5 hast du mir noch nie eingeschenkt. Ja, es geht doch. Ich meine, du hast das ja jetzt schon zu Genüge hinbekommen. Ja, das möchte ich auch gerne wieder irgendwie hinkriegen. Also bitte, der Erdtreffer, der darf noch sein. Nein, ich will mal zu 0 gewinnen. Das habe ich auch schon lange nicht mehr geschafft. Wow. Ja, gut so. Ballemaus. 5-0. Meine Güte, da bin ich jetzt echt baff. Können wir das ganz ruhig angehen? Na toll. Da, ah, der war so, schon wieder so richtig scheiß ungenau. Oh, damit habe ich gerechnet. Gut gespielt. Und da ist doch das 5-1, Gott sei Dank. Och Mann, ich wollte doch zu 0 gewinnen. Gerne 6 Tore, dann 6-0. Wäre der jetzt nicht reingegangen, ich glaube, ich hätte mich erwürgt. Aber so viele Chancen hattest du im zweiten Durchgang auch gar nicht. Ich glaube, das war meine erste. Ich glaube auch. Gut gemacht. Gut gemacht. Ja, hau ihn weg da, alles sauber. Na, schon wieder zu kurz. Also Schüsse kommen super. Pässe, da machen wir einige Fehler. Und jetzt kein Abseits. Meier ist durch. Oh, hammermäßig. Was für eine Aktion. Nein, und jetzt so eine Scheiße. Nein. Oh Gott, ich bring mich um, wenn er reingeht. Oh, Scheiße. Ey, ich mache wirklich das Beste draus und dann lege ich selber nochmal vor. So unnötig. Ja, endlich. Auch gut gemacht. Das ist aber immer ein Hamburger Fuß dazwischen. Was ist? Was macht der? Hallo? Ah. Was war das denn? Der wollte nicht mehr. Der hat keinen Bock mehr gehabt. Nee. Komm, weiter, weiter. Ganz stark. Oh, das gibt's doch heute nicht. Komm, Hamburg. Da geht noch was. Ja, gute Flanke. Aber dann natürlich ein bisschen zu schwach. Aber es gibt Ecke, oder? Ja. Ja. Und nochmal eine Ecke verwandeln. Nein. Vorbei, noch eine Ecke. Noch eine Ecke. Och, das ist doch scheiße. Komm, diesmal ein bisschen dichter. Ja. Oh, das war nicht ungefährlich. Oh, da ist ja gar keiner mehr. Nein. Renn weiter. Ah, ja. Rot. Rot. Gelb. Ist rot. Ich hätte glatt rot gegeben. Also, gelb-rot, das ist ja. Denn ist er ja. Bin ich blöd. Das musste jetzt auch mal sein. Denn ist er ja nur für ein Spiel gesperrt. Also so brutal. 3 Spiele. Ja. Ich hab mich gerecht. Das zählt doch dann. Ja, ja, klar. Oh. Ja, da hast du doch. Gelb.
Ich habe eine erste. Ich habe ja gar keinen Platz mehr für die ganzen Notizen. Oh, oh, schade. Ja, Mucke ist sowieso der Experte in den roten Karten. Aber was die gelben Kartons angeht, holst du jetzt auch schön auf. Ja, als hätte sich das Blatt gedreht, als würdest du dich jetzt um die Tore kümmern und ich um die Karten. Ja, das stimmt. Und... ja! Och, okay. Was denn? Der ist abgehauen. Hat der nicht schon gelb? War der das? Ich glaube, das war der, oder? Rot. Nee, ja, rot. Und da gibt er direkt rot. Da haue ich einen direkten Vergleich mal rein. Das ist doch bescheuert. Jetzt schauen wir uns das mal an. Ja, also bitte, am Fuß ein bisschen berührt. Und du krätscht hier mit voller... mit Vollspann und Wumms und so von hinten in die Beine. Also das ist doch nicht normal. Das ist wieder das Typische, dass er so scheiße bewertet. Voll daneben vom Schiedsrichter. Ja, ja. Hallo, nimm doch mal schnell. Hallo, 5-2 wäre schön. Komm. Ja, vorbei. Viel Zeit ist hier nicht mehr. Nee. Oh, ich habe das Tippspiel vergessen. Das ist doch Tatsachen vergessen. Dann gehst du es jetzt gleich am Abpfiff durch. Ich entschuldige mich, ich gehe das gleich durch. Ja, hau ab da. Och, das ist doch... Komm, direkt wieder rot. Komm, rot. Also, ja! Ich hör auf. Also, das ist unfair. Ich sehe hier wirklich sofort rot bei jedem kleinen Pups. Mucke kann machen, was er will. Der hat nur rot gesehen wegen den... Scheiße. Oh! Und? Jetzt gelb. Alter. Oh, das ist aber knapp. Oh Mann, was für eine Partie. Oh! So schön gedacht, damit hast du nicht gerechnet. Nee. Und dann so scheiß. Oh, das war ja ein schöner, actionreicher Auftakt. Im Übrigen, die Informationen an diesem Wochenende gibt es 5 Spiele für euch. Spiel Nummer 1 habt ihr ja gesehen. Morgen geht's weiter, Hertha gegen Köln, dann Bayern gegen Gladbach und am Sonntag Leipzig gegen Bremen. Und Schalke gegen Mainz. Also sehr, sehr viel haben wir hier geplant. Und heute war ja schon viel dabei. Wir hatten Pfosten, wir hatten Latte, wir hatten 6 Treffer, wir hatten viele gelbe Karten. Wir hatten 2, 3 rote Karten sogar. Wir hatten einen Verletzten. Ach, wir hatten ein Tor nach einer Ecke, eben gerade fast ein Tor nach einer Standardsituation. Hier nochmal die Werte. 14 zu 14 Schüsse. Ich ein bisschen mehr aufs Tor. Du mehr Ballbesitz, mehr Zweikämpfe, mehr Fouls, mehr gelbe Karten. Ich mehr rote Karten. Verletzten habe ich ein, abseits einmal, Ecken 4 zu 1, Schussgenauigkeit, Passgenauigkeit. Nee, Schussgenauigkeit bin ich besser, Passgenauigkeit du leicht. Okay, kommen wir zum Tippspiel. Also, den Phil will ich ganz liebe grüßen. Außerdem XXL, den Rest spreche ich nicht aus. Dortmund gegen Hertha, da hat er kommentiert. Ich zensiere mal den Namen. Schön trotzdem, dass du mitgemacht hast. Petrik hat auch mitgemacht. Yunus hat mitgemacht. Und ganz knapp gewonnen hat unser Tim Wiese. Der ist also Tippkönig geworden vom letzten Bundesligaspieltag. Er hat es ganz knapp geschafft. Trotzdem schön, dass ihr alle fleißig Kommentare geschrieben habt. Ich hoffe, ihr macht das an diesem Wochenende wieder und seid dann ja morgen dabei, wenn es eben heißt, als erstes Hertha gegen Köln. Ich freue mich auf euch. Hoffentlich wieder mit 6 Toren in der Bundesliga. Lassen wir uns scheppern. Die 1-0-Siege sind vergessen. Es, ja, knallt jetzt ordentlich. Ihr dürft das auf gar keinen Fall verpassen. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Tschüss.